Er strahlt wahrhaftig im Sonnenlicht. Der Dom zu Speyer. Selfie- und Fotoobjekt Nummer 1. Das Wahrzeichen der Stadt und für die Anwohner noch so viel mehr. Der Dom ist für mich einer der magischsten Orte hier überhaupt in Rheinland-Pfalz, weil der steht auf einer Stelle, die auch jetzt metaphysisch gesehen besonders ist. Ein besonderer Ort für besondere Momente, auch für das Ehepaar Peter und Galinde Maus aus Speyer. Wir haben in diesem Jahr unsere goldene Hochzeit im Dom gefeiert und sind öfter in Konzerte. Doch die sonnige Aussicht auf den Dom ist je nach Blickwinkel erstmal vorbei. Lose Steine und bröckelnder Mörtel zeichnen das mittlerweile fast 1000-jährige Bauwerk. Gerüste werden die Sehenswürdigkeit für die kommenden Jahre prägen. Die Türme auf der Ostseite müssen saniert werden. Wenn ich nun mal eben auch Teile habe, die herunterfallen können, ist eine Sanierung notwendig. Und durch die komplexe Baukubatur komme ich ja mit Hubsteigern auch gar nicht an die Fassade. Das heißt, die Gerüste sind unabdingbar. 70 Meter ragt es in den Himmel. Bis zum Ende des Jahres soll das Gerüst an beiden Türmen fertiggestellt sein. Eine technische Meisterleistung. Und verantwortlich dafür ist er, Gerüstbauer Andreas Dölz. Seit 2004 ist er spezialisiert auf Denkmäler wie den Speyerer Dom. Wir haben einen großen Aufzug positioniert, einen 2000-Kilo-Aufzug, und haben im Prinzip eine Materialbrücke zwischen die beiden Türme angeboten, und wo die Handwerker im Prinzip einfach jetzt von A nach B ihr Material transportieren können. Die Osttürme des Doms gehören zur romanischen Bausubstanz und wurden unter Heinrich IV. Ende des 11. Jahrhunderts vollendet. Sie zählen zu den ersten Beispielen der sogenannten Chorflankentürme. Im kommenden Jahr sollen die Arbeiten mit der Instandsetzung der Fassade am oberen Teilbereich des Südostturms beginnen. Das hier ist jetzt der Bauabschnitt, den wir zuerst bearbeiten werden in 2025. Und dann wird dieser Bereich abgebaut und wir hängen uns an diese Stahlträgerebene nach unten in die Kehle ab und werden dann im zweiten Bauabschnitt 2026 den unteren Teil des Turmes bearbeiten. Dann wird das alles rückgebaut und dann kommt der zweite Turm dran. 1,2 Millionen Euro sollen die Maßnahmen des ersten Bauabschnitts kosten. 40% davon übernimmt das Land Rheinland-Pfalz. Die Arbeiten an den beiden Türmen sollen in 6 Jahren abgeschlossen sein. Denn 2030 feiert der Dom sein 1000-jähriges Bestehen. Und pünktlich zu diesem großen Jubiläum soll die Sehenswürdigkeit dann wieder gerüstfrei sein, damit die Menschen dann auch von der Ostseite aus wieder wunderschöne Selfies machen können.